Was ist die Ursache für den kommenden Crash? Die Leitzinsen, das Geldsystem oder das fiktive Kapital? Norbert Nelte für eine basisdemokratische Räterepublik. Der Artikel Federal Cui Bono, Zinserhöhung trotz sich weiter verschlechternder Fundamentaldaten. Von Konjunktion Info, Link 1, beschäftigt sich damit, ob die amerikanische Federal Reserve die Zinsen niedrig halten oder erhöhen soll. Dieser Artikel kommt zu dem Schluss, dass eine Zinserhöhung nur eine Depression herbeiführen wird. Das ist zwar richtig, aber ein Zinsstopp bei 0% würde andererseits die Hyperinflation wie 1923 bringen, wo auch der Leitzins bei 0% gestanden hat. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Die Zentralbank hat eben nur die Möglichkeit zwischen Pest und Cholera, zwischen Hyperinflation und Depression. Die Einschätzung von Konjunktion Info geht davon aus, dass die Zentralbankchefs das aus Dummheit oder willentlich herbeiführen würden. Man bräuchte das nur so zu machen, wie der Autor das vorschlägt. Also Greenspan gibt zu, sie haben in Amerika 1931 die große Depression willentlich herbeigeführt. Aber andererseits hätten sie mit einer Nullzinspolitik wie in Deutschland 1923 die Hyperinflation herbeiführen können. Nein, die Ursache liegt in dem System selber. Die durchschnittliche Profitrate, die zu Marktzeiten noch bei 50% stand, ist schon in allen Bereichen, in Klammern Produktion, Dienstleistung und Rohstoffen, Klammer zu, unter den Finanzmarktzinssatz gefallen. Das heißt, dass man mit Geld nur noch Geld verdienen kann mit Wetten oder Märchenerzählerei. Die Zeiten des produzierenden Kapitals sind schon lange vorbei. Bis 2008 wurde der Profit mit der Produktion von stofflichen Waren oder Dienstleistungen produziert. Seither wurde das von der Produktion von fiktivem Kapital kompensiert. Fiktives Kapital ist einfach zukünftiges Kapital, das der Staat, der Konzern oder die Bank versprechen zu produzieren. Diese Eigentumstitel werden zusammengefasst, verbrieft und mit einem Schleifchen darum an der Börse gehandelt. Schon bei Karl Marx hatte das fiktive Kapital eine große Bedeutung. Zitat von ihm: Der größte Teil des Bankierkapitals ist daher rein fiktiv und besteht aus Schuldforderungen in Klammern wechseln, Staatsanleihen in Klammern, die vergangenes Kapital repräsentieren, Klammer zu, und Aktien, Anweisungen auf künftige Erträge. Zitat Ende. Karl Marx, Das Kapital, Dietz Verlag, Berlin, DDR, 1983. Dritter Band, fünfter Abschnitt, 29 Kapitel. Bestandteile des Bankkapitals. Seite 487. Heute aber hat fiktives Kapital den größten Anteil in der Profitproduktion, also nur Luft.
Wir haben praktisch eine Geldakkumulation ohne Produktion, nur aus Luft. Die Marktwirtschaft wurde von einer Scheinwirtschaft abgelöst. Die Produktion von Autos und Waschmaschinen wird nur noch zum Schein aufrechterhalten. In Klammern vergleiche Norbert Trenkle die große Entwertung über die fundamentalen Ursachen der Wirtschaftskrise bei 19 Minuten 30 Sekunden. Link 2. Genauso wie bei den Leitzinsen die Wirtschaft von hinten kritisiert wird, wird das meistens auch mit der Geldform im Internet diskutiert. Da wackelt auch der Schwanz mit dem Hund. Als ob man die Geldform gerechter machen kann oder den Zins gerechter machen kann. Und wann wäre das Gesellschaftssystem auch gerecht? Nein, die Geldform, genau wie der Leitzins, ist Ausdruck des kapitalistischen Unrechtssystems. Nur wenn wir den Profit abschaffen, stirbt automatisch die übrige Scheiße auch ab. Norbert Nelte, für eine basisdemokratische Räterepublik.